Hallo zusammen und willkommen zurück beim PC Building Simulator. So, bevor wir jetzt hier anfangen, den zu machen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, machen wir endlich den Bau des PCs hier, der, ich glaube, nur ja, 3000er Leistung haben soll. Nur ist gut. Deswegen fangen wir da mal an. Vielleicht fehlt uns da noch irgendwas. Aber das werden wir gleich wissen. So, wir fangen an mit der Hauptplatine. So, das geht schon mal gut vonstatten. Da sollte, glaube ich, ein AMD rein, ne? Glaube. So, wo ist der Prozessor? Er muss ja Leistung bringen. Aber ein 1400er sollte wahrscheinlich auch ein 1300er reichen. Ne? Gucken wir mal, wie groß der Unterschied ist. Wo ist er? Hm. 1400. Ah, da ist doch ein bisschen was. Dann packen wir doch sicherheitshalber 1,4er rein. Lack. So, der ist drin. Speicher wollten wir einbauen in DFL hier. So, dann brauchen wir Aklexel Wärmeleitpaste und den gebrauchten Kühler hier drauf. Als Grafikkarte, was haben wir denn da noch da? Ja, so eine 980 muss da schon rein. Wo müssen wir denn da rausbrechen? Hoch den zweiten und dritten. Die Verriegelung entfernen. Wie gesagt, die müsste eigentlich reichen. So, dann brauchen wir Netzteil. Dann sollte so eins rein. Können wir hier schon mal die Verriegelung wieder dran machen. Okay. Er hat wieder nach hinten den Laufwerkschacht oder was? Ja, auch komisch. Hier ist eine kaputte, die können wir erstmal verkaufen. Wir nehmen hier so eine 500er. Ja, wir kriegen ja kein Geld dafür. Was fehlt uns denn noch? Kühlung haben wir, Speicher haben wir, Grafikkarte haben wir, Festplatte haben wir. Eigentlich können wir die Kabel montieren. Oh, der sollte locker
die 3000 machen. Na. Platine. Nein, nicht Computer einschalten. Hier müssen wir noch. So. Das läuft. Geben mal Saft drauf. Und das geht schön schnell. Budget 0. Ja, ist klar. Es gibt's ja nicht für lau, ne? So, 3D-Mark. Das ist das Einzige. Einmal neu starten. Nee, nicht das vorne. Wir sind doch erstmal, ist das dann. Hier hinten. Wir können hier schon mal starten, das dauert ja eh. Das ausführen. So, jetzt brauchen wir hier mal die Verkleidung wieder drauf montiert. Da dran und fertig ist der Hobel. So, der ist hier noch am machen und dann können wir hier schon mal die PSU ersetzen. Oh, was können wir denn hier alles ausbauen? Halterung hier, dann können wir das Ding auswechseln oder was? Noch mehr Kabelsalat. So, jetzt müsste noch langsam durch sein hier. Ne, das muss auch ab. Also muss doch hier vorne ab und muss alles raus hier. Boah, was ist das? Das ist ein Gehäuse aus Frankreich oder was? Haben wir das überhaupt noch da? Oder habe ich das irgendwo anders eingebaut? Ich glaube, das haben wir irgendwo anders eingebaut, ne? Ja, eins haben wir noch. Das kann weg. Das kommt rein. Grausam. Wir müssen erst wahrscheinlich den anderen Quatsch hier drauf ballern, ne? Die Halterung. Einmal hier hinten. Hier vorne. Das Teil. Da ist nichts mehr. Influencer. Wolltest du andere Farben haben? Kunststoffschwarz. So, aber hier muss ich garantiert noch was entfernen. So, jetzt haben wir aber alles, ne? Ja, sieht so aus. Und Stoff schwarz. Die machen wir eben noch dran. Dann sollte hier auch noch ein Virentest gemacht werden. Na,
So. Das sollte es erstmal gewesen sein. Er startet hier. Und wir gucken hier, der hat 3965. Das sollte reichen. Da kriegen wir ja nichts für. So, und der hat gestartet. Der braucht jetzt den Virenscan. Und das andere. OCCT. So. Virenscan läuft. Die Installation, nein. Und OCCT. So. Dann haben wir das auf jeden Fall fertig. So, was hatte der denn noch, der Influencer? Wir ins Scan starten. Dateien säubern und OCCT. Ja, doch, sieht gut aus. Was ja wahrscheinlich nur auch nur so ein Überclocking-Tool ist, ne? Ja, ist auf jeden Fall in Ordnung. Den Virenscanner lassen wir ihm drauf. Ja, da solche Probleme mit hat, ist Service. So. Hat gestartet, kann weg. Das war der Influencer. Verwerfen. So, und dann haben wir jetzt nur noch diesen PC hier. Introvertiert. Die haben Namen hier immer. RAM-Bänke. Kunststoff-Schwarzkabel. Und Grafikkarte. Ach ja, für den hatten wir ja die teure Grafikkarte, ne? Und den RAM. Halt, da noch nicht. Ah. Ein Achter hatten wir da auch nur geholt. Da ist der kaputte. Hier ist der Heile. So. Machen wir hier mal Verriegelung auf. Die R9290. R9290. Besser. Welche waren das? Sehe ich das noch hier? Da ist die kaputte. Eine ganz normale ER8. Die ist sogar schlecht. Okay, die hat 4 GB.
So, und Kunststoffgabel schwarz war das, ne? Kunststoff-Schwarzkabel. So, da brauchen wir ja nichts machen. Das ist ja einheitlich. Kunststoff schwarz. Blub. Blub dich. Alles dran. Jo. Stick rein. Und dann machen wir hier natürlich auch hier einen Scanner. Und das Overclocking Tool. Um zu gucken, ob alles schick ist. Na komm schon. Und jetzt neu starten. 205 nur ausgegeben, ne? Wegen dem Gebrauchteil. Wie ein Scan läuft, sieht gut aus. Und da können wir auch noch mal rein schisseln. Kann man nur machen, wenn das hier noch nicht installiert ist. Das ist ein bisschen. Ja. So, der ist auf jeden Fall auch schick. Hier ist alles gut. Das entfernen wir wieder. Dann sind wir da auch fertig. So, hier ist nichts mehr. Und gestartet. Alles gut. In Fort. Gab nur 4 Sterne. So, das war er. Da ist Blake. Wie sich herausstellt, ist es nicht rechtmäßig, wenn man ein paar hundert Kultfilme zum kostenlosen Download bereitstellt. Völlig unverständlich, angesichts, dass man nicht mal mehr auf DVD oder so bekommt. Ja. Das war Blake. So. Meine Schwester erledigt einfach alles mit Adobe Premiere Pro CC. Das will ich jetzt auch haben. Ich habe gelesen, Teile von ADATA sind richtig gut. Ich höre, finden sie auch Gebrauchteile, aber nicht bei mir. Wow, 2000. Ah, die will einen Rechner haben. Okay. Zeitlimit haben wir nicht. Nehmen wir an. Ich muss meinen PC aufrüsten. Mein voriger hat Leistungswerte um 5216. Muss der neue mindestens auch leisten. What the? 5000 hatte ich doch noch gar keinen hier. Also grafiktechnisch ist sie schon beim aktuell besten, was wir momentan haben. Prozessor ist noch Leistung nach oben. Das könnte ein interessanter Auftrag werden. Nehmen wir auch an.
So, hier Leistungswerte 4516, auch keine Gebrauchteile. Auf 16 GB aufrüsten. PC-Daten. A-Data 3000 Megahertz. Acht, ne? Acht hat sie drin. Nur noch acht, ne? Ja, sind acht. Diesel Red in den Warenkorb. Und was brauchst du noch? Ein 1400er Hatze. Oh, hier steht nichts von ihrer Leistung, ne? Grafikkarte ist schon recht gut. Nur der 1400er AMD ist nicht so prickelnd. Was haben wir denn da noch? Von AMD. Der kostet 350, der ist neu. Der Ryzen 7. Aber sie ist schon krass, dass die Wattzahl jetzt, ne? Dass sie da endlich was machen. AMD ist ja immer so ein Stromfresser gewesen. Das sollte eigentlich reichen. Sehen wir dann. So, nehmen wir auf jeden Fall auch an. Und hier haben wir Justus. Was hat Justus? Auch wieder pimpen auf 5029. Der kann aber auch Gebrauchteile nehmen. Was hast du jetzt verbaut? Eine alte Sheen Gamer 980 und auch ein Ryzen 5. Okay. Er sagt aber auf jeden Fall nichts von gebrauchten Teilen. Das ist schon mal gut. Da können wir auf jeden Fall als Prozessor den einen hier nochmal bestellen. Da war ja ein Ryzen drin, ne? Ja, auch noch ein 1400er. So, und hier haben wir diese neuen Sachen. CPU Ryzen, sage ich doch. 6 und 8. Core. 3200er Speicher. Wow. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, was haben wir noch hier? Kühlung. Hier nochmal neue Boards. Freezer. Noch mehr Lüfter. Noch mehr Lüfter. Nice. So, jetzt aber nicht vergessen hier. Zu bestellen. Und so weitergeht, können wir bald unseren Onkel bezahlen, um die Anteile zu kaufen. Okay, Leute, aber das soll es gewesen sein für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.